Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ich bin in Adessa ein bisschen weitergelaufen. Irgendwie hatte die Aufnahme nicht geklappt. Ich bin zuletzt da rausgelaufen. Da war auch irgendwie keine Schatzkammer. Die habe ich nicht gefunden. Und hier sind wir jetzt da, wo wir hin sollen. Und ich versuche den zu finden. Den, dem wir die Schreiben wiederbringen sollen. Und deswegen sind wir jetzt hier drin. Und ich weiß nicht, wie ich zu ihm hinkomme. Ich bin schon nach oben gelaufen, aber das funktioniert irgendwie voll nicht. Aber ich versuche es nochmal. Das ist etwas verwirrend hier. So, man kann da rüberlaufen, aber vielleicht soll ich noch mal eine Runde laufen? Geht? Ich grüße euch. Hallo. Wir waren hier auch irgendwie noch. Doch, da ist er doch. Hier, fass mal. Ja. Hey! Alter. Schön, dass ihr es in einem Stück da rausgeschafft habt mit dem Buch und allem. Ich wusste, die Gnome würden euch nicht aufhalten können. Jetzt, wo ihr hier seid, kann Grimm uns endlich in seinen Plan einweihen. Irion Kelchkönig. Dieser eierfressende, fuselsaufende, triefäugige, rutenschwingende Verräter. Dieser Schwachkopf von einem Jammerlappen wollte mich in den Tod schicken, was? Der kann was erleben, das schwöre ich euch. Mhm. Ja, sag mal nochmal was über dich. Es ist schon eine Weile her, seit sich unsere Wege zuletzt gekreuzt haben, was? Naja, nachdem ich von diesem Fluch befreit war, habe ich mich Grimms Mannschaft angeschlossen. Und ich habe mich nach dem, was in Riten passiert ist, nicht verkrochen. Ich bin jetzt stärker und schneller. Ein besserer Dieb, als ich es unter dem Hierophanten je hätte werden können. Yo. Bringen wir es hinter uns. Das ist aber trotzdem irgendwie nicht der, den will ich sprechen. Jetzt kommt schon. Da ist er doch. Grimm braucht euch. Ah, ist ja gut, ich bin ja hier. Die schwarzen Sätze schreiben. Ich würde ja zu gerne sehen, was diese Seiten enthalten. Aber das muss warten. Lasst es verhüllt. Der Zeitpunkt ist gekommen. Während ihr euch um das hier gekümmert habt, habe ich endlich herausgefunden, wer der Hierophant ist. Argine aus dem Sonnenlager. Wir werden sie zu Fall bringen, Täubchen. Wir alle. Ein letzter Plan, eine letzte Aufgabe. Die größte, die wir jemals haben werden. Aber wo ist der Hierophant? Ich weiß es jetzt. Ich hatte so meine Vermutungen. Und nun ist auch das letzte Puzzleteil an seinem Platz. Der Hierophant ist Argine aus dem Sonnenlager. Ich habe Argine gesagt, dass ich ihr Geheimnis kenne. Und jetzt hat sie darum gebeten, dass wir uns in den Ruinen unter dem Sonnenlager treffen. Während wir dort sind, werdet ihr die Sendschreiben bei Argine platzieren. Dann wird sie von den Gnomen in Ketten gelegt, genau wie sie es für mich geplant hatte. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst mit der Stimme. Wie sah der ganze Plan aus? Argine hatte versucht, mich den Gnomen auszuliefern für den Diebstahl der schwarzen Sendschreiben, einem Buch, das für sie einen enormen Wert besitzt. Ihr allein habt mir das Leben gerettet. Und dasselbe hat sie mit euch und Fasmir in Riten versucht. Anschließend haben wir begonnen, meinen wahren Plan ins Rollen zu bringen. Ich habe die schwarzen Sendschreiben gefunden und die Identität des Hierophanten enthüllt. Jetzt werden wir sie für dasselbe Verbrechen verantwortlich machen, für das sie mich töten lassen wollte. Wir könnten Argine einfach töten. Gut, wie lautet der Plan? Das Treffen mit Argine steht kurz bevor. Während ich sie beschäftige, könnt ihr, Krilgarin und Fasmer, euch völlig frei bewegen. Unser Ziel ist das Versteck des Hierophanten, das vermutlich durch einige verzauberte Verteidigungsmechanismen geschützt wird. Krilgarin wird euch mit ihnen helfen. In der Zwischenzeit führt Fasmer die Gnome zu den Ruinen. Ihr platziert die Sendschreiben bei Argine und die Gnome werden sie fortschaffen, während die ganze Welt zusieht. Was wird Fasmer tun? Fasmer hat die schwierigste Aufgabe. Er wird die Gnome zu den Ruinen unter dem Sonnenlager führen. Sobald ihr also die Sendschreiben bei Argine platziert habt, kommen die Gnome und schalten sie aus. Was wird Krilgarin tun? Krilgarin wird euch unterstützen. Die Feien besitzen zahlreiche Kräfte und Fähigkeiten. Ich bin mir sicher, sie ist hervorragend geeignet, um euch zu helfen. Ich bezweifle, dass Argine mich einladen würde, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Krilgarin wird euch helfen, sie zu überwinden, damit ihr die Sendschreiben bei ihr platzieren könnt. Welche Rolle spielt ihr in dem Plan? Ich bin der Köder. Damit sie mich zu einer Unterredung bittet, habe ich Argine erzählt, dass ich den Reisenden ihre Identität offenbaren würde. Mit ein wenig Glück ruht ihr Blick lange genug auf mir, dass ihr die schwarzen Sendschreiben bei ihr platzieren könnt. Spannend, schön, fangen wir an.
Gut. Um das Überraschungsmoment nicht zu verlieren, werdet ihr einen geheimen Zugang zu den Ruinen benutzen. Er liegt in einem der Gräber im Sonnenlager. Sobald ihr drin seid, trefft ihr euch mit Krillgarin. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Wenn ihr euren Teil erfüllt, wird diese Aufgabe hoffentlich schon bald beendet sein. Okay, wo ist der Hierophant? In einer Erati-Ruine unter dem Sonnenlager. Ich nehme an, sie ist der Zufluchtsort des Hierophanten. Ich habe sie entdeckt, während ihr in den Schatzkammern von Adessa wart. Ich habe für euch einen geheimen Zugang angelegt. Eines der Gräber im Sonnenlager wird euch direkt in die Ruinen führen. Wir sehen uns dort. Mal eben so einen Gang frei gegraben, während wir da unten in der Höhle waren. So, geht los hier, Leute. Wuhu! Boah, voll die Truppe hier. So, ich kann ja auch hier runter. Ich grüße euch. Redlis Büro. Ach, hier gibt's ein Büro. Ja? Ja? Ich schau mich nur mal um, ne? Oh, wat? So. Da sind Aufträge. Hm? Da ist eine Gans oder ein Huhn. Oh! Nein, ich wollte jetzt gar keinen Auftrag annehmen. Kannst du noch mir irgendwas Cooles geben? Es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ja. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir hier einen Neuankömmling hatten. Ja, das machen wir. Bis dann. Cool. Ja, wenn es überhaupt was zum Verbessern gibt, machen wir das. Du hast Talentschlösserkunde durch harte Ausbildung dauerhaft verbessert. Cool. Können wir das nochmal machen, hier bei jemand anderem? Was hat der zu bieten? Hört zu, ich habe nicht viel für Unterhaltungen übrig. Also lasst mich einfach allein, kapiert? Ja, Professor Snape. Du weißt bereits alles, was dir dieser Ausbilder beibringen könnte. Bogen, Sehnen, Borm. Oh Manu, das ist ja doof. Verstohlenheitsausbildung. Ich bin nicht in vielem gut, aber ich mag es nicht, bemerkt zu werden, wenn ich es nicht möchte. Und für ein paar Münzen kann ich diese Kunst auch andere lehren. Okay. Aber da wir das ja alles leider... Ja. Da wir das ja alles leider schon können, ich will doch einfach nur schnell rennen. So. Ja? Aber immerhin haben wir unsere Schlösserkunde jetzt noch weiter aufgebessert. Vielleicht geht das mit den Dietrichen jetzt noch besser. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ist ja wohl klar. So. Soweit ich weiß, muss ich doch jetzt aber in die Eratell-Ebenen, oder? Muss ich jetzt ganz raus? Ich glaube schon. Ich will nicht zu den Inseln. Kann ich hier eigentlich nicht mal eine Schnellreise machen? Das ist doof. Ja, Sonnenlager geht doch. Schneller. Wir wollen jetzt wissen, was abgeht. Yippie. Hierophant. Und ich habe recht gehabt. Huhu. Wieso eigentlich Hierophant? Wie das immer klingt, wie so ein Elefant. Ein Elompant. Hierophant. Ottifant. So, hier sollen die Schreiben hin. Oder ist hier jetzt der coole Gang? Zugang nach Höhle des Hierophanten. Schon wieder eine Höhle. Los geht's. Ah. Zumindest kann ich mich nun mit meiner wahren Stimme an Grimms schicksalslose Verbündete wenden. Außerdem wurde euer bedeutungsloser Plan aufgedeckt. Die Ruinen sind voller Reisender, die dem Hierophanten treu ergeben sind und jeden Eindringling töten werden. Das alles findet nun ein Ende. Was macht ihr hier? Meine Macht mag in eurer Nähe schwankend sein, aber sie ist mir nicht gänzlich genommen. Ich konnte genug von Grimm, Fassmeer und Krillgarin sehen, um von diesem Plan zu erfahren. Einst habe ich versucht, eurem Leben ein Ende zu setzen. Doch ich hatte euch eindeutig unterschätzt. Nun möchte ich Frieden zwischen uns schließen. Ich könnte eure Fähigkeiten brauchen. Nee, ganz sicher nicht. Macht Grimm für den Diebstahl der schwarzen Sendschreiben verantwortlich. Seit er sich im Sternlager zum ersten Mal an euch gewandt hat, wart ihr für ihn ohnehin nie mehr als ein Werkzeug. Ich bin für Grimm nur ein Werkzeug? Ich nehme an, ihr dachtet, es wäre reiner Zufall, dass euch ausgerechnet Grimm für die Reisenden rekrutiert hat. Grimm ist primitiv und grausam, besitzt jedoch eine bestialische Gerissenheit. Zweifelsohne hat er schon lange, bevor ihr euch begegnet seid, erfahren, dass ihr kein Schicksal besitzt. Er hatte diese Rebellion schon weit vor Ohns Wehr geplant. Er hat nur darauf gewartet, dass sich ihm die perfekte Waffe für den Kampf gegen mich offenbart. Und diese Waffe seid ihr. Ihr wollt ein Bündnis mit mir? Ja.
Ihr habt ein Schicksal, das ich nicht lesen kann. Das hatte ich euch bereits gesagt, als ihr im Sternlager zum ersten Mal zu mir gebetet habt. Ich dachte, ihr wärt einfach nur eine Anomalie. Aber ich komme langsam zu der Überzeugung, dass ihr vielmehr eine Vorbotin dessen seid, was noch kommt. Ist schon passiert. Die Natur mag uns vielleicht als Gegensätze, als Feinde vorgesehen haben. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Reisenden gemeinsam in ein goldenes Zeitalter führen könnten. Kannst du das nicht mal vorüberlegen? Also gut, ich schiebe es Grimm unter. Ich werde Grimm nicht verraten. Wenn ich ehrlich bin, will ich den nicht verraten, weil, ich meine, die hat uns auch einen Auftrag nach dem anderen gegeben und wollte uns, wenn ich das richtig verstanden habe, töten. Und jetzt, wo sie gemerkt hat, dass wir stark sind, nö, ich werde den nicht verraten. Zumindest behauptet ihr das. Aber ich kann sehen, dass euch die Fäden des Schicksals nicht leiten. Nichts ist entschieden. Denkt über mein Angebot nach und nehmt dies. Es ist ein Schlüssel zu den Flügeln des Hofs des Hierophanten, meinem Allerheiligsten. Dort werde ich mit Grimm zusammentreffen. Grimm wird sich im Ostflügel aufhalten. Vergesst das nicht. Grimm ist im Ostflügel. Tut das Richtige, oder ihr bekommt meinen Zorn zu spüren. Verschwindet. Ja, ja. Ja, super. Ich kann hier auch... Manno, ich kann hier nicht durch. Scheiße. Ja, das war sie. Unsere Feindin. Wo ich eigentlich keine Lust habe, einfach mal eben mitzuspielen. So, mit wem können wir denn reden? Hier ist Krilgarin, die wollten wir eigentlich sprechen. Ihr seid hier. Ich war beunruhigt, da Agine diese Ruine nicht unvorbereitet gelassen hat. In dieser Halle scheinen zahlreiche, dem Hierophanten treu ergebene Wachen zu patrouillieren. Und außerdem gibt es nicht weit von hier eine sonderbare Verzauberung. Solange unsere Schritte leise sind, sind diese Schwierigkeiten jedoch nicht unüberwindbar. Mhm, Agine will, dass ich Grimm betrüge. Achso, ich muss ja erstmal auswählen hier. So. Sie hat sich an euch gewandt? Grimm war der Überzeugung, er hätte sie getäuscht. Aber offenbar sind ihre Kräfte doch größer, als wir je gedacht hätten. Dasselbe gilt jedoch auch für ihre Selbstüberschätzung. Mit dem Schlüssel, den sie euch gegeben hat, kann man Agine ebenso erreichen wie Grimm. Sie wird sich im Westflügel des Hofes aufhalten. Um zu ihr zu kommen, werdet ihr allerdings eine sonderbare Falle überwinden müssen. Eine, die den Weg mit Augen beobachtet, die niemals auch nur blinzeln. Was ist diese Falle? Es gibt einen magischen Wächter, der den Weg zum Hof überblickt. Eine Statue, die der Beobachter genannt wird. Wenn er euch sieht, wird er Alarm schlagen. Ihr habt allerdings die Möglichkeit, ihn blind zu machen. Löscht die Fackeln in seiner Kammer und sein Blick geht ins Leere. Da er die Fackeln stets im Blick hat, bleibt euch nur die Möglichkeit, sie mit einem Beutel der Winde zu löschen. Und diesen Beutel findet ihr bei den Wachen. Setzt ihn ein, bevor ihr die Kammer betretet, und ihr seid in Sicherheit. Wie kann ich diese Falle umgehen? Obwohl der Wächter magischer Natur ist, ist er dennoch auf seine Sehkraft angewiesen. Wenn es euch gelingt, ihm die Sicht zu nehmen, könnt ihr euch ungesehen in den Schatten bewegen. Eine der Wachen in der Nähe besitzt einen Gegenstand, der euch von Nutzen sein könnte. Einen Beutel der Winde. Mit ihm könntet ihr die Fackel löschen und den Raum in Dunkelheit tauchen. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Ihr müsst einer dieser Wachen... Gut. Möge sich der Weg erheben, um euch zu berühren. Das ist ein bisschen beschleunigt hier. Ich frage zwar immer, auch wenn man es schon weiß, aber manchmal kriegt man ja noch mehr Informationen. Hallo. Ja, komm mir einmal vor meinen Pfeil, du. Oder vor meine Chakra. Ja, weh, ne? So, dann wollen wir mal hier lang gehen. Ich merke mir mal, dass ich da oben noch nicht alles abgeklappert habe, aber ziehe das Tempo mal wieder ein bisschen an hier. Will da mal möglichst schnell hinkommen. Jetzt haben die uns schon bemerkt. Wie hat er denn uns schon gemerkt? Ich weiß es gar nicht. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Mit unseren Dolchen sollte das gehen. Jawohl. Wir haben bald ein Level-Up wieder, merke ich gerade. Das ist total gut. Keiner merkt was. Ah.
schnell kann es gehen mit noch ein paar schönen Erfahrungspunkten, wie wir es gerne haben. Und ich kann hier leider nicht um die Ecke laufen. Was lag hier denn auf dem Tisch? Zitronen? Jonglierbälle. Man hat ja sonst in der Höhle nichts zu tun. So, dann gehe ich mal die Treppe hier hoch. Ich glaube, da sind wir richtig. Könnte man da irgendwie rüber? Nee. Nee, aber wir können hier lang. Und was haben wir hier? Aufgeschlitzt. Ganz viel Gold. Sogar Goldklumpen. Nehmen wir aber mal die Goldmünzen, weil die können wir ja immer ohne weiteres mitschleppen. Können wir nie genug von haben. Goldklumpen müsste ich wieder verkaufen. Was haben wir hier noch Schönes? Eine schwere Truhe. Aber wir haben jetzt ein Level Up mit Schlösserkunde. Das müsste jetzt sogar noch besser funktionieren. Tut es auch. Tut es auch. So, und was hat der noch? Wach, Beutel der Winde. Da hat er es ja. Sehr schön. Hofheiligtümer finden. Okay. Der Weg führt uns wieder zurück. Ich habe übrigens eine Robe an, obwohl es kein goldenes Setteil ist. Weil sie schön aussah. Ich einfach nie eine Robe getragen habe. Und so trage ich die mal. Und ein bisschen Abwechslung auf die Optik zwischendurch. Sie würde sich wahrscheinlich zwar nicht währenddessen hier umziehen, aber mein Gott. Sie gönnt sich ja sonst nichts. Können wir da mal langsam ranschleichen? Noch sind unsere Dolche ausgerüstet. Das wäre ganz cool. Die sind ja hier sehr beschäftigt. Komm, dreh dich mal um. Schlitze die Kehle auf. Du liest hier gerade so schön. Und wir können ihm nichts stehlen. Können wir ihn nicht töten? Wir können ihn auch nicht töten? Was ist das denn? Da werde ich nicht drauf warten. Das dauert mir zu lang. Ja, ich weiß, wir haben seit Ewigkeiten einen Abrechnungsmodus, den wir benutzen könnten. Aber es lohnt sich einfach nicht. Wie Pech und Schwefel. Ja, einfach mal mit Dolchen zu kämpfen, ist ja auch mal zwischendurch ganz lustig. Und die Kameraperspektive ändert sich mal wieder hier volle Kanne. Ich sollte hier irgendwie das jetzt machen oder warum wird mir das hier angezeigt? Keine Ahnung. Ich laufe mal geradeaus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Speichern ist gut. Hier ist die nächste Barriere. Kommen jetzt hier wieder Gegner oder wie oder was? Flügel wählen. Ach so. Ja. Ich will ja zu ihr. Ich will ja zu ihr. Ich hoffe, ich bin dann richtig hier. Hierophanten verleumden, genau. So. Mir doch egal. Hat sie einfach mal Pech gehabt. Ich werde ihn nicht verraten. Na, merkt noch einer was? Oder merkt keiner was? Oder? So, ich werde mal hier meine Katalepsis-Dinger wieder nehmen. Jawoll. Na, Polsborke. Die nächsten. So. Wo bist du, Olle? Ich werde dich kriegen, du Hierophanten-Ding. Ich mag das sowieso nicht. Ich habe genug von eurem Possenspiel, Grimm. Ihr behauptet, ihr wolltet mich erpressen. Aber das ist nicht euer wahres Ziel. Aber warum denn, euer Verehrung? Ihr könnt mir doch nicht vorraten, dass ich mich danach sehne, euch die ganze Zeit nicht allein zu machen.
schon lange genug so, kleiner Mann. Ich bin eurer Hinhaltetaktik überdrüssig. Ihr werdet augenblicklich damit aufhören. Da bin ich vollends eurer Meinung, meine liebe Seherin. Anscheinend ist die Zeit gekommen, die Sache zum Abschluss zu bringen. Sie hier von hinten irgendwie? Sie haben die Sendschreiben. Fangt sie! Ach, hier, ich glaube, da brauchen wir wirklich mal den Abrechnungsmodus, weil es so eine ist, die sich immer wieder heilt, ne? Nee, doch nicht. Hallo. Können die mal sterben? Sterben nie. Warum sterben die denn nie? Was muss ich jetzt tun? Mann! Warum? Ich soll hier auch irgendwie gar nicht hin und... Das ist voll kompliziert. Gerade. Aber die sterben, oder was? Mein Gott, nun lasst mich einfach in Ruhe. Kann ich denn noch zu ihm rüber? Nee. Wie mache ich das dann? Hier unten kann ich nicht lang, nach rechts kann ich nicht, weil ich mich für links entschieden habe. Ich verstehe gerade irgendwie nicht, was ich hier mache. Es tut mir leid, aber irgendwie weiß ich auch gerade nicht von dem Dialog her, was da gerade vorgegangen ist. Ich war gerade voll beschäftigt mit dem Kämpfen. Und ich komme hier irgendwie nicht weiter, weil sie irgendwie so voll unsterblich ist und so. Aber der gelbe Kringel, der führt mich da irgendwie weg. Ich glaube, ich muss da noch irgendwie was erledigen. Aber sie kriege ich irgendwie gerade auch nicht klein. Ich dachte, vielleicht muss ich ja zwischenzeitlich weglaufen. Und sie greift mich ja auch gar nicht an. Die greift ja die anderen da an. Nicht mich. Weil war ja alles für ein Ablenkungsmanöver gedacht und so. Verstehe ich schon, aber... Ich meine, ich stehe da ja. Und sie kämpft immer noch mit denen. Können wir hier vielleicht durch und ich habe das noch nicht gesehen? Hier. Kannst du hier runter? Ach, du kannst hier runter. Okay. Und bringt mir das jetzt was oder nicht? Vielleicht kann ich ja jetzt hier weiter, weil ich glaube, ich soll sie gar nicht irgendwie töten, ne? Aber immerhin ist die Musik spannend, auch wenn ich noch nicht ganz durchblicke. Ja, jetzt speichert das auch. Ich hätte nur mal einfach runterspringen sollen. Mann, ey. Verschwinden wir von hier. Ja, und was mit ihr? Was glotzt ihr denn so? Aber weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass du da bist, weil ich bin voll alleine und ich blick nicht durch. Ich meine, das ist der Plan, das war eigentlich voll cool, aber irgendwie ist... Wir müssen fliehen! Okay! Wohin? Okay, die geht sehr schwer auf, wir machen es trotzdem. Weil kann ja hier Set-Teile geben, aber... Wir können das jetzt mal aufhören hier mit dem sehr schwer. Das ist irgendwie nicht lustig. Mann!
Hallo. Genialität bekomme ich jetzt. Sie sind voll... Aua! Ha! Oh, nicht sterben. Nochmal. Ich nehme mal so ein Prismäre, die durch geht gerade schneller. Weil es voll spannend und so. Okay. Dann gibt es auf der anderen Seite bestimmt auch noch ein paar coole Sachen zu holen, ne? Oh nein, schon 25 Minuten. Und es ist doch gerade voll spannend. Hört mal auf, hier meine Freunde fertig zu machen. Sollen ja alle überleben. Da bin ich schon durchgegangen. Ja, jetzt kommt mal nichts. Oh Gott, ich muss einen Cut machen, ne? Ich muss aufhören. Sorry. Bis dann.